Hallo, ich bin Simon, dein Muskelmacher. Mehr Bizeps wie He-Man ist nicht nur eine sehr bekannte Kollega-Punchline. Ich bin ganz ehrlich, es war als kleines Kind immer mein großes Vorbild. Ich habe jede He-Man-Folge von der ersten bis zur letzten Minute mir reingezogen. Kann mich noch gut erinnern, wie ich mich mit meinem Bruder gestritten habe, was wir jetzt gucken. Wir hatten nur einen Fernseher und da lief irgendwas im Nebenprogramm. An He-Man kam nichts vorbei, egal ob ich Hunger hatte, auf die Toilette musste oder was auch immer. Ich habe mir jede He-Man-Folge reingezogen. Ich glaube ganz ehrlich, wenn ich in mich reinhöre, He-Man hat mich irgendwo geprägt, vielleicht mehr als ich das irgendwie immer zugegeben habe, diese Körperproportion, die He-Man hat, diese extrem überdimensionierten Oberarme, diese beulenartige Muskulatur, dieses richtig massive, diese richtig dicken Oberarme, dieser extrem überdimensionierte Bizeps, der zum Rest des Körpers ja schon fast gar nicht mehr zu passen scheint, hat mich schon immer fasziniert. Ich fand den immer toll. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich mal an Fasching eigentlich als König gehen sollte. Dann kam ich in Unterhemd an und in so einem Schlüpper, hatte mein Plastikschwert in der Hand und habe zu meiner Mama gesagt, wir können losgehen, ich bin heute He-Man. Meine Mutter hat dann gesagt, du Simon, zieh dir mal lieber was an, ist kalt draußen, du gehst heute als König. Aber ganz ehrlich, He-Man war schon immer mein großes Vorbild. Selbst wenn ich ehrlich in mich reinhöre, ich glaube, He-Man ist immer noch irgendwo unterbewusst zumindest so ein Ideal von mir. Also diese Körperproportionen finde ich extrem ansprechend, die Frisur von He-Man vielleicht weniger, aber diese extrem dicken Arme finde ich auf jeden Fall richtig cool. Natürlich ist es natural schwer, das Ganze zu erreichen, ohne Steroide. Dahin zu kommen ist einfach ein extrem harter Weg, aber ich sag ganz ehrlich, ich habe teilweise einen 48er Bizeps auf Naturalbasis bei einer Größe von 1,76 m. Das Ganze ist natürlich schon überdimensioniert, gebe ich zu, aber ohne anabole Steroide, ohne jegliche Dopinghormone auf jeden Fall machbar und zu erreichen, das habe ich jedem gezeigt. Was wichtig ist, ist ein hartes Training und ein regelmäßiges Training. Einmal in der Woche wird der Bizeps richtig stark trainiert, wird er absolut ausgereizt und das mache ich ganz gerne über Supersätze. 6 bis 8 Wiederholungen, sehr schweres Training bis kurz vors Muskelversagen. Davon 3 oder 4 Sätze reicht meistens komplett aus. Dazu kommt, dass man natürlich gerade über das Rückentraining den Bizeps auch mit beansprucht. Auch bei anderen Übungen, beim Schultertraining, beim Brusttraining vielleicht jetzt nicht so sehr stark. Aber trotzdem, genauso beim Kreuzheben, selbst da wird der Bizeps über eine isometrische Belastung beansprucht. Das heißt, man hat natürlich weitaus mehr Trainingsreize als einmal in der Woche. Trotzdem finde ich es ganz wichtig, den Bizeps einmal in der Woche wirklich konzentriert anzugehen, sich nur auf den Bizeps bzw. auf die Oberarme zu konzentrieren. Das Ganze hat mich immer zum Erfolg gebracht. Das ist natürlich zum einen das Training im geringen Wiederholungsbereich, hartes Training, großer Hanteln bis kurz vors Muskelversagen. Zum anderen ist es natürlich auch die Ernährung. Ganz wichtig, aus Eiweiß entstehen Muskeln. Du musst Eiweiß über die Nahrung zuführen, um daraus Muskeln entstehen zu lassen. Alle Leute, die dir sagen, du brauchst nur 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß, ganz ehrlich, schau dir die Leute an. Entweder die können selber nicht rechnen und essen viel, viel mehr. Oder die glauben tatsächlich, dass es was bringt und werden nie zum Erfolg kommen. Ich sag's euch offen und ehrlich, so wie es ist. Du brauchst einfach viel Eiweiß, um daraus körpereigene Eiweißstrukturen bilden zu können. Das heißt, immer ordentlich viel auf Eiweiß achten und ordentlich viel Eiweiß schaufeln hat mich auch immer zum Erfolg gebracht. Ganz klar, natürlich, man kann auch mit Nahrungsergänzungsmitteln arbeiten. Ist jetzt nicht Thema in diesem Video. Ich finde es zum Beispiel mal extrem interessant, dass ich, wenn ich mit einem Kreatinprodukt arbeite, ganz besonders gut im Bereich von Bizeps-Pump aufbaue, dass ich gerade meine Kraftverbesserung auch für den Masseaufbau nutzen kann. Das sind meine Erfolgsfaktoren. Natürlich ist es ganz wichtig, auch die Geduld mit auf dem Plan zu haben. Das heißt, von heute auf morgen passiert nichts, in 1 oder 2 Wochen passiert auch nichts. In 1 oder 2 Monaten passiert ein bisschen was, aber garantiert kein Wunder. Das heißt, die ganze Sache ist ein Projekt über Jahre. Man muss einfach damit anfangen und dabei sehen, dass man immer besser wird, dass man immer aufbaut, dass man immer wieder seine Komfortzone verlässt. Genau, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Immer neue Reize setzen, dem Körper immer wieder signalisieren, es reicht noch nicht, es reicht noch nicht. Bizeps wachse, Bizeps wachse. Dann wird es auch irgendwas mit einem Bizeps wie He-Man. Ganz ehrlich, natural geht so einiges. Das dauert natürlich ein bisschen länger, aber am Ende wird man natürlich belohnt und man ist sich sicher, das ist wirklich richtig, richtig harte Arbeit. Alles klar, wir sehen uns im nächsten Video. Viele Grüße, euer Simon.